Der erste Tag im Berufsleben ist was ganz Besonderes. Aber wie zeigst du dich gleich von Beginn an von deiner besten Seite und welche Umgangsformen solltest du unbedingt kennen? Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Episode von Time to Change. Ja, wie heißt es so schön? Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, gerade für Berufseinsteiger. Und weil das so ist, habe ich mir heute tatkräftige Unterstützung hier in mein Studio geholt. Und zwar die Juliana Vecchio von der Barmer Krankenkasse, Standort Villingen-Schwenningen. Hallo Juliana, schön, dass du da bist bei uns. Ja, schön, dass ich da sein darf. Genau, ich bin am Standort Villingen-Schwenningen von der Barmer Krankenkasse. Ich darf auch ganz viel im Außendienst unterwegs sein, also im Büro findet man mich eher selten. Bin vielen Unternehmen bei Gesundheitsaktionen oder begleite auch eben das Onboarding, wie jetzt zuletzt auch bei der EGT. Wunderbar. Und weil das so ein spannendes Thema ist, starten wir direkt mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 lautet pünktlich sein. Wenn du also Termine oder Verabredungen mit Kolleginnen oder Kollegen hast, sei immer rechtzeitig da. Nicht jeder von uns hat immer so einen praktischen Wecker dabei. Frage an dich jetzt, Juliana, was kann ich denn tun als Berufseinsteiger, um mein Zeitmanagement zu verbessern? Als erstes ist es mal wichtig, dass ich weiß, wann ich überhaupt wo sein muss. Dabei hilft mir ein Kalender natürlich unglaublich mit einer Terminerinnerung. Zweiter Tipp ist, dass ich definitiv mir immer ein bisschen Reserve einplan. Lieber zu früh als zu spät da sein. Und was mir immer noch ganz arg hilft, ich stelle meine Uhr ein paar Minuten nach vorne, weil dann bin ich dreifach abgesichert. Wunderbar, im Zweifel stellt man sich den Wecker und dann vergisst man den Termin schon gar nicht mehr. Wunderbar, genau. Weiter geht's mit Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2, die richtige Kleidung liegt letztlich auf der Hand, ist klar. Wenn ihr jetzt heute einen Ketchup-Fleck auf eurem T-Shirt habt, damit solltet ihr morgen nicht unbedingt in eurer Firma erscheinen. Frage Juliana an dich, worauf sollte ich denn ganz allgemein achten, wenn ich jetzt morgen in die Firma gehe? Also wichtig ist es natürlich, dass eben diese Kleidung muss unbedingt sauber sein, sie muss ordentlich sein. Hemden sollten jetzt nicht so verknittert sein, die darf man schon auch mal bügeln. Röcke, kurze Hosen. Immer ein bisschen schwierig, da am besten das Unternehmen fragen, was denn angemessen ist oder sich auch einfach an den Arbeitskollegen orientieren und da einfach auch ein bisschen abschauen. Oft gibt es ja auch im Internet irgendwelche Bilder von Kolleginnen und Kollegen und da kann man sich im Vorfeld dann schon informieren, richtig? Auf jeden Fall, ja. Eben. Und wohlfühlen darf man sich. Also jetzt nicht verkleidet sein, sondern wirklich auch was zu einem passt. Sehr gut, wunderbar. Geht's weiter mit Tipp Nummer 3. Kommunikation und Teamarbeit lautet der dritte Tipp. Klingt erstmal wie selbstverständlich. Die Frage ist nur für einen Berufseinsteiger, was heißt das jetzt ganz konkret? Ja, also Teamarbeit, klar, man arbeitet mit Arbeitskollegen zusammen, man verfolgt eine Aufgabe, ein Unternehmensziel und da ist es wichtig, dass man sich aufeinander abstimmt. Und das funktioniert mit der richtigen Kommunikation am besten. Mhm. Aber ich kann nicht kommunizieren, heißt, es ist nicht nur mein Gesagtes, was wichtig ist, sondern auch einfach, wie stehe ich da, wie präsentiere ich mich. Einfach offen sein, eine offene Körperhaltung. Ich sollte jetzt hier nicht so am Tisch rumlümmeln, sondern wirklich einfach auch Interesse zeigen. Mhm. Wunderbar. Geht's weiter mit Tipp Nummer 4. Bei der Kommunikation geht es natürlich nicht nur darum, wie ich mit anderen rede, wie ich auf andere wirke, sondern man redet natürlich auch mit mir. Und gerade beim Ausbildungsbeginn lerne ich so viel Neues, ich kriege so viel neue Informationen. Und wenn ich da dann aufmerksam zuhöre und vor allem aktiv zuhöre, bringt mich das schon einiges weiter. Es zeigt meinen Kollegen auch einfach ganz viel Wertschätzung gegenüber. Was ist denn dir wichtig? Worauf achtest du? Also ich kenne das Thema natürlich auch gerade bei den Azubis, bei uns bei der EGT. Letztlich dieses aktive Zuhören merke ich vor allem daran, wenn jetzt jemand permanent nickt, immer wieder mal den Blickkontakt hält, wenn sich die Person vielleicht auch Notizen macht, weil oftmals, wie du sagst, gerade im Berufseinstieg, da kriegt man sehr, sehr viele neue Informationen. Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Was macht das Unternehmen? Welche Aufgaben habe ich denn eigentlich? Und umso wichtiger ist es, dass man sich selber Notizen macht. Tipp Nummer 5. Tipp 5 lautet, Eigeninitiative zeigen. Ja, was bedeutet das konkret? Ich nehme aktiv Aufgaben wahr, ich übernehme das auch proaktiv. Ich gehe auf meinen Ausbilder zu, auf Arbeitskollegen und sage, hey, habt ihr eine Aufgabe für mich oder das kann ich gerne übernehmen. Aber wie ist es denn bei der EGT ganz genau? Mhm. Also ich sehe das tatsächlich gerade bei Berufseinsteigern relativ oft, dass die sehr auf die Aufgaben quasi beschränkt sind, die man ihnen zuweist.
Und in dem Moment, wo mal vielleicht für 5 bis 10 Minuten irgendwo eine Lücke ist, dann sitzt man einfach nur da und wartet quasi, bis man die nächste Aufgabe bekommt. Insofern, ja, kann ich euch auch zu Hause ermutigen, bringt euch einfach ein, wenn ihr was nicht, hat man schon, wenn ihr was nicht versteht, fragt einfach nach, bietet aktiv eure Hilfe an. Das Stichwort hier ist dann letztlich auch dieses Thema Hilfsbereitschaft, weil letztlich unterstreicht ihr so auch die Leidenschaft für eure Ausbildung, fürs Studium, ganz egal. Und das ist keine Frage im Übrigen von Hierarchie oder ganz egal, ob ihr jetzt gerade eben erst in euer Unternehmen eingestiegen seid, sondern bietet euch an, Beispiel Social Media, ja, da seid ihr gerade als Jugendliche am allerfitteste und da sind wir grundsätzlich auf euer Feedback und auf euer Mitwirken angewiesen. Genau. Super, aber machen wir weiter, oder? Machen wir, los geht's. Ja, Tipp Nummer 6, Respekt und Höflichkeit. Und Juliana, da fällt mir vor allem eines ein, man sollte ja andere immer so behandeln, wie man selbst gerne behandelt werden möchte. Was heißt das ganz konkret? Naja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Mit den ganz normalen Umgangsfloskeln kriegen wir da schon einen richtig respektvollen Umgang miteinander hin. Ein Bitte, ein Danke, wir grüßen einander, wir sagen auch Tschüss oder wünschen einen schönen Mittag, Mahlzeit, wenn es im Unternehmen gesagt wird. Wir sprechen auch mal unsere Kollegen mit dem Namen an. Mhm. Und hier ist natürlich immer die große Frage, du oder sie. Da warte ich natürlich immer ab, gerade als frischer Azubi, wie mir entgegnet wird. Ich sehe zum ersten Moment alle. Und wenn mir jemand das Du anbietet, achte ich drauf, ob ich es dann auch zurücksagen darf oder ob nur ich geduzt werde. Aber wie im Speziellen macht ihr das hier bei der EGT? Bei uns ist es so, wir pflegen schon seit einiger Zeit eine Duzkultur, komplett durch die gesamte EGT-Unternehmensgruppe. Ich kann sagen, das sorgt einfach für ein ganz anderes Miteinander. Man hat gleich so eine vertrauliche Atmosphäre miteinander. Ich glaube auch ein Stück weit, dass einfach die Angst, die vielleicht gerade ein Berufseinsteiger hat, irgendwie einen Vorstand mit dem zu sprechen, die ist dann eigentlich im Nu erlosche und ja, das fühlt sich bei uns sehr, sehr gut an. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage, du hast gerade gesagt, das Thema Danke sage. Ja. Kann man denn oft genug Danke sage oder wie siehst du das? Eigentlich nicht. Okay. Also ich sage wirklich zu allem Danke, was mir angeboten wird, wo mir geholfen wird, wenn mir die Tür aufgehalten wird. Also ein Danke kann man wirklich schnell sagen und es freut sich jeder drüber. Mhm. Dann danke und weiter zum Tipp Nummer 7. Last but not least, Tipp Nummer 7, neugierig sein und lernen. Ihr habt euch jetzt aktiv für euren Ausbildungsberuf entschieden, weil euch das Aufgabenfeld auch total Spaß macht und weil ihr neugierig seid und weil die Azubis darin natürlich auch deutlich besser werden wollen. Und deswegen kann ich gerne mal Eigeninitiative zeigen, auch hier bereit sein, neue Sachen zu lernen, einfach mal Sachen, die mich interessieren, auf Google zu hauen. Ich muss nicht immer warten, bis mein Ausbilder neben mir steht und mir alles ins Kleinste erklärt. Ich kann auch wirklich mal selber aktiv werden und nachgoogeln. Und das Unternehmen unterstützt einen auch ganz oft dabei, wenn man eben sich spezifizieren möchte oder auch nochmal Interesse in manchen Bereichen zeigt. Unterstützung durch das Unternehmen ist ein gutes Stichwort, also auch bei der EGT haben wir seit geraumer Zeit schon die EGT Academy. Wir bieten dort quer durch die EGT Schulungen an, aber eben halt vor allem auch für Berufseinsteiger, sei es im Bereich Word, Excel oder jetzt auch das Thema Berufsknigge, dass ihr quasi ideal und perfekt vorbereitet in euer Berufsleben startet. Also schaut da gerne mal auf unserer Karriereseite auch vorbei, verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung und dann würden wir uns freuen, ja, wenn ihr mal bei der EGT vorbeischaut. Ja, Juliana, vielen Dank für deine Zeit. Das waren jetzt also 7 überlebenswichtige Tipps für Berufseinsteiger. Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte. Ihr findet natürlich auch nochmal alles auf unserer Homepage. Da sind auch nochmal deutlich mehr Tipps zum Berufseinstieg. Aber ihr habt ja da auch mega spannende Videos zu. So sieht's aus, genau wie du sagst. Wir haben auch bereits Videos gedreht zum Thema, wie ernähre ich mich richtig? Wie kann ich Konflikte im Team bestmöglich löse, aber auch, was wir gerade eben schon angerissen haben, wie kann ich meine Zeit bestmöglich einteilen. Also schaut da gerne nochmal auf unserem YouTube-Kanal vorbei und natürlich auch kommentiert auf Instagram, schreibt uns gerne direkt an timetochange@egt.de, wenn ihr Fragen habt und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn wir uns mal sehen, vielleicht für ein Praktikum bei der EGT. Dann würde ich sagen, das war's für heute und schaltet gerne das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Time to Change.